Ich will nicht. Ich hab Angst. YOLO. Check this out. Mein Mann hat mir einen Skeg-Perlenring geschenkt. Die Perle hat hungerverursachende Pheromone freigesetzt. Oh, was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzeihen Sie, dass ich... wo ist Ihr Mann jetzt? Er ist tot. Das bricht einem ja das Herz. Aber jetzt haben Sie wenigstens was mit ihm gemeinsam! Okay. Crank, shit. Finde das letzte Audiolog. Okay. Na, jetzt haben sie wenigstens was mit ihm gemeinsam. Baff. Egal. Hast du den Kopf gesehen? Zum Jack hat sie umgebracht, oder? Was für ein Jammer. Bring mir die Echos bitte her, wenn du dich dazu in der Lage fühlst. Natürlich. Zack. Petersäer, ja, Hammer. Brauche ich eigentlich beides nicht. Aber okay, gut, haben wir das auch erledigt. Haben wir da schon mal keine Quest mehr. Was ist das jetzt? Genau, das war das. Und dann, nee, Moment, ich wollte das da jetzt fertig machen, das da. Das da. So, was ist los? Wieder zurück zu Frostbane. Canyon. Oh. Oh, Leute. So ein Freak. Ja, aber echt, ist krank, der Typ. Und ja, ich sage übrigens absichtlich Typ, nicht Typ. Weil Typ, das hört sich besser an. Typ. Ich Typ, Typ, Tusse, Tusse, Typ. Keine Ahnung. Ist ohne Beleidigung gemeint. So, annehmen. Besser. Wir werden Matchstick bald folgen. Der Moment der Entflammung ist gekommen, junge Fackel. Zeit, die Ungläubigen unserer Flammenmutter zu opfern. Okay. Ah, das muss ich, glaube ich, mit einem Ding so anbrennen, ne? Sprach von Entflammung? Das könnte übel werden. Vielleicht ist es aber auch nur so eine Art Grillparty. Geh einfach unvoreingenommen an die Sache ran, okay? Diese Typen sind gar nicht so übel. Nein! Ach, wie kommst du denn da drauf? Du hast Großes geleistet, Fackel. Sobald die Entflammung vollzogen ist, erwartet uns alle unsere Belohnung am lodernden Busen des Firehawks. Am lodernden Busen des Firehawks. Also er meint an den lodernden Titten. Ich wollte es jetzt nicht so ins Mikrofon schreien. Titten. Bam. Vorbereitungen sind abgeschlossen. Kehre zu mir zurück, damit das Menschenopfer beginnen kann. Okay, das klingt ziemlich übel. Geh zu diesem Entflammungsdingsbums. Wenn es gruselig wird, erscheine ich dort. Sei vorsichtig. Okay. Ja, falls ihr es gehört habt, es waren meine Finger. Falls ihr es nicht gehört habt, egal. Egal, Moment, wo muss ich jetzt überhaupt lang? Kann ich eventuell da lang gehen? Das wäre echt nice. Ach nee, oh, ich muss, nein. Ich muss einmal ganz außen rum, oh Leute, nee, oder? Okay. Ey, das ist... Boah, das, ich will jetzt nicht sagen, das ist langweilig, aber spannend ist es auch nicht, ne? Meine Güte, vielleicht muss ich mal ein bisschen näher ans Mikrofon gehen. So, eventuell so, so. Vielleicht ist es so besser. Krass. Oh, nee, 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 nee. Nee. Boah, Alter, ihr habt nee gesagt. Mann. Fress halten, Alter. Na, du das Geschütze. Ich hab keinen Bock darauf. Ohne Scheiß.
Run, Boy, run. Moment, hier sind doch gleich wieder diese Badass-Typen, oder? Die waren hier doch, ja. Badass-Typen. Jupp. Sehr gut, danke. Oh. Okay, doch nicht. Hulalalala. Machen wir es doch lieber so. Warte, ist hier irgendeine wertvolle Waffe? Nein. Oder? Eventuell? Nein, überhaupt nicht. Nix da, wertvolle Waffe. Geh zu der Entflammung. Ich hab schon so ein bisschen Panik, was da jetzt passiert. Meine Entflammung, meine Güte, da wird jemand in Brand gesetzt, wird ins Feuer gesteckt. Weiß nicht, was soll da schon passieren, Mensch. Hm. Oh, meine Güte. Aber wir kommen dem Ziel näher. Oh. Das weitere End. Alter, ich treff gar nichts, ey. Ohne Scheiß. Okay, ich bin da. Oh, shit. Ich glaube, ich habe eine Vermutung. Da ist er. Das hast du gut gemacht, Fackel. Jetzt ziehe an dem Hebel und starte die Entflammung. Ich will mal eben hier alle gegen treten. Moment. Hat er dich getroffen? Hä? Hallalalala. Alter, ist das Ding riesig. Ich will nicht sagen, ich hab schon so ein bisschen Schiss. Ist da oben noch einer? Nein. Doch. Mann. Boy. Ich will mich jetzt hier auf eine Entflammung konzentrieren. Nein. Und. Waren das alle? Nein. Jetzt komm. Okay, der stirbt. Jupp. Okay, Freunde, jetzt kann's losgehen. Ich will nicht. Ich hab Angst. YOLO! Ich will nicht sterben! Diese Narren aus Sanctuary wissen die Erhabenheit des Firehawks nicht zu schätzen. Ihre bloße Existenz ist ein Frevel. Schütze deine Augen, Killer. Ich komme. Oh. Eure Göttin ist erschienen und sie ist bitter enttäuscht. Kammerjäger, ich bringe diese Zivilisten zurück nach Sanctuary, während du diese Irren zerschmetterst. Das kann nicht sein. Hört nicht hin, Brüder. Eine neue Fackel war ich hier. Opa. Haha. Opa, Alter. Mal sind sowas von Opa. Das hat Erfahrung gemacht. Beinahe Opfer zurück nach Sanctuary gebracht. Gute Arbeit mit dem Kult. Kein Ding. Ich sag's dir, Mann. Eine Göttin zu sein ist voll für'n Arsch. Wir verdanken dir unser Leben, Kammerjäger. Ja, hol dich den Kammerjäger! Hol dich den Kammerjäger!
Nein, keine Sorge. Hütte! Oh nein! Boah, Dicker. Die gehen halt voll auf die Nerven. Aber gut, wieder zurück. Und ich nehme dann schon seit irgendwie einer Stunde knapp auf. Na, ein bisschen länger. Da mache ich auch erstmal einen Cut. Kein Bock mehr. Oh, das war ja ganz nett, aber nee. Dieser ganze Kult ging mir schon so ein bisschen auf die Eier. Haha. Alter. Boah. Krieg zu viel, echt. Krieg eine Krise. Geschütz auf dem Feld. Komm, Geschütz, mach mal eben für mich. Wir sind jetzt ein Level abgeworden. Gut, es geht mehr. Aber ja, Mann. Was soll ich denn machen? Ja, gut, ich kann noch weiterspielen. Will ich aber nicht. Nee, es war ganz nett. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Ich will auch keine viereckigen Augen kriegen, ne? Fuck. Ob noch Sanctuary, ja. So, Lilith. Liliths Anhänger, die Entflammung, yeah. Boah, das war eine Scheiße, ey. Mal ganz ehrlich. Da sind wir, hallo. Scheiß Kultquatsch. Flame of the Firehawk. Geil. Wie geil ist es denn? Alter, das muss ich ja gleich erstmal ausprobieren. Zack. Badass? Oh, Badass tun 3 Stück. Oh. Treffsicherheit? Ladegeschwindigkeit? Schildkapazität, ja. Yeah. Habe ich noch eine Quest? Ja, habe ich schon. Will ich die machen? Lilith täuschte vor einigen Jahren ihren eigenen Tod vor, um Hyperion abzuschütteln. Leider gelang es einem besonderen umtriebigen Banditen in Three Horns, Liliths Unterschlupf anzuzapfen. Nun hat er vor, die Abhöraufnahmen an Hyperion zu verkaufen. Du musst diesen Mann finden und umlegen. Ich meine, das hört sich jetzt so erstmal nicht kompliziert an, ne? Vorgetäuscht? Knifflige Sache. Ich hab's vor ein paar Jahren gemacht, um Hyperion abzuschütteln. Aber irgendein Bandit ist mir anscheinend auf die Schliche gekommen. Wenn du ihn nicht ausschaltest, erzählt der Hyperion alles, was er weiß. Wie läuft's? Ganz gut. Aber weißt du was? Diese Mission mache ich noch eben. Und dann mache ich Cut. Ein bisschen Action am Ende. Mal so richtig. Also, nicht jetzt irgendwie, sondern nochmal. Nochmal so richtig. Einfach. So richtig halt. Ne, bist du, was ich meine. Ja. So. So, wo geht's denn hin? Nein. Ich will das da. Nix infiltriere Bloodshot-Stronghold. Ich weiß. Infiltriere Bloodshot-Stronghold ist eine übertrieben Scheiß-Quest. Ja. Zeit zu sterben! Hallo? Wer ist wer oder was ist denn das bitte Boll? Der da hinten ist Boll. Oh, Boll ist aber ganz schön schwach, ne? Hier sieht Boll ganz schön schwach aus. Oh, Boll ist doch nicht schwach. Oh, Boll ist aber ganz schön stark. Okay, Boll ist doch nicht stark. 1600 Erfahrungspunkte. Alter, man kann es auch echt übertreiben, oder? Aufnehmen. Ball, wir von Hyperion sind ein wenig skeptisch. Die Banditin Lilith wurde nach der Befreiung von New Haven offiziell für tot erklärt. Bevor wir die Zahlung anweisen können, müssen wir ihr Material durchhören. Legen Sie die Echos in den angegebenen toten Briefkästen ab.
Finde diese Echos-Killer. Wenn Hyperion herausfindet, dass ich lebe und mit den Crimson Raiders kooperiere, droht uns ein neues New Haven. Oh ne, jetzt muss ich richtig viel Echos finden. Es war so klar, dass das nicht eben mal so Pivifax ist. Oh, wo ist denn das? Da. Ja. Da ist es. Yes. Mitkommen, mitkommen. So. Hier wird dich Hyperion nicht finden. Danke, ja, ich find's auch schön. Grausig? Gemütlich, wollte ich sagen. Du hast verkohlte Banditenleichen am Eingang festgebunden. Leichen haben was Gemütliches. Wie damals in unserer Bude in New Haven, bevor. Ich geh dann mal wieder. Sehr feinfühlig. So. Ja. Nein. Lol, wo muss ich denn hin? Hä? Okay. Und dann geht's nach wieder, ne? Nein. Nicht da runter, da rüber. Ja, yeah, Power Slide, den kann ich. Ja, yeah, man. Oh, aufpassen. So, was ist jetzt hier los? What's going on? Fuck you, man. Okay, das ist nicht so der Hammer. Okay, da unten anscheinend, wa? Ja. Nein. Fuck. Das war richtig fail. Okay, entscheidend. Ich hoffe, ich kann hier wieder hoch. Sieht aber nicht so aus. Oh Leute, nee, oder? Okay, doch. Puh. Ich dachte schon. Mann, Alter, was machst du denn? Da stecke ich jetzt fest, das ist nicht euer Ernst, oder? Kann ich auf mein Geschütz drauf springen? Nein, okay, komm wieder. Oh nee. Ey, kommt schon, Leute. Oh nein. Ja. Oh nee. Fuck, Alter. Ja, okay. Ich kann mich eigentlich selber umbringen, oder? Jetzt habe ich nicht genug Granaten dabei, um mich selber umzubringen. Ey, kommt schon, Alter. Fuck. Ja, okay. Auch mal beenden. Oder wie sage ich, beende die Aufnahme. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Scheiße. Voll verkackt, Alter. Aber okay. Bis die nächste Aufnahme. Bis dahin, haut rein. Tschüss.